Im Spiel der SSG Blau-Weiß Salzburg gegen die Mannschaft des USV Berndorf 1b waren zunächst einmal die Berndorfer am Ball. Die Berndorfer in den gelben Dresden versuchen es, werden allerdings nicht ganz abgeblockt. Immer noch die Berndorfer am Ball versuchen es mit einem weiten Abschlag in Richtung Tor des SSG Blau-Weiß Salzburg. Aber ein Verteidiger kann auf jeden Fall klären und der Ball geht ins Aus. Jetzt aber der SSK Blau-Weiß Salzburg am Ball, bringt nichts ein, der Ball geht ins Aus und Freistoß für die Gastgeber. Die Mauer wird eingerichtet und der Ball auch in Kürze freigegeben. Hier ist die Freigabe, weiter Abschlag in Richtung Tor, aber der Ball geht gut und gern 20 Meter am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr für den Torhüter der Berndorfer. Jetzt aber der SSK Blau-Weiß Salzburg am Ball. Immer noch die Gastgeber versuchen es mit einem weiten Abschlag. Und das bringt nicht wirklich was ein. Ganz klar Einwurf für Berndorf. Einige schöne Aktionen gibt es auch noch. Und zwar dieses Mal von der Mannschaft des SV Berndorf 1b, der allerdings wieder knapp daneben geht, kein Tor also, und es bleibt beim torlosen 0:0 unentschieden. Wir befinden uns in der Schlussphase und da gibt es zunächst einmal einen Ballbesitz für die Mannschaft des USV Berndorf 1b, der allerdings nicht wirklich was einbringt, denn die Verteidiger passen auf und der Ball geht ins Out. Einwurf weit auf einen Berndorfer, der Ball bleibt in den Reihen der Gäste. Neuer Versuch, abgewehrt und gut aufgepasst von der Abwehr der Spielgemeinschaft SSK Blau-Weiß Salzburg. Einige gute Aktionen noch, vielleicht jetzt Kontermöglichkeit. Immer noch der Mannschaft des SSK Blau-Weiß Salzburg am Ball, bringt allerdings nicht wirklich etwas ein und der Ball geht rüber. Es bleibt beim 0:0.